Die Restaurantkette Peter Pane wurde 2016 von Patrick Junge ins Leben gerufen, nachdem es zur Kündigung des Vertrages mit dem damaligen Franchisegeber Hans im Glück kam. Denn Patrick Junge und seine Panitius GmbH waren damals Franchise-Nehmer von Hans im Glück mit insgesamt 12 Restaurants, vorwiegend in Norddeutschland. Nach der Kündigung entbrannte ein Rechtsstreit, bei dem sich beide Parteien 2018 außergerichtlich einigen konnten. Peter Pane zählt mittlerweile 51 Filialen in ganz Deutschland und eine in Österreich. Das Angebot ist vergleichbar mit dem von Hans im Glück, qualitativ hochwertige Burger, frische Zutaten und ein gemütliches Ambiente. So gibt es auch hier neben Beef und Chicken eine große Auswahl an veganen und vegetarischen Burgern, Salate, Overload-Fritten und diverse Cocktails runden das Angebot ab. Habt ihr dort schon mal gegessen?